Wir sind hier an der Amboss-Rampe und das ist das 14K Cover Clash, unser Geburtstagsfest. 25 Jahre 14K, also 14K und 10 Jahre 14K.ch. Wir haben ja mit einem Magazin angefangen, also Print. Das kann man sich so vorstellen, dass die erste Ausgabe 4 kopierte Seiten waren, wo man halt einfach so mit, damals schon mit einem Kompi, 1988 mit einem Kompi, Textchen verfasst haben, Bilder ausgeschnitten und draufgeklebt und dann in einem Kopierer durchgelassen haben. Das war die erste Ausgabe gewesen. Und dann in der zweiten Ausgabe haben wir uns schon schwer entwickelt, weil der eCraft, heutige EKR, damals schon Zugriff gehabt zu einem recht geilen Kompi, nämlich einen Mac. Und er hat dann dort schon die ersten recht cool gestylten Seiten gelayoutet. Genau. Das war aber der schöne Teil gewesen. Und der nicht so schöne Teil war der, den ich gemacht habe. Weiterhin so mit Schreibmaschinen in Spalten und auch wirklich genau und Fotos ausgeschnitten. Das war so die Entwicklung gewesen. Und heute sind wir online. Print machen wir noch nichts oder nichts mehr im Moment. Dafür alles online auf 40k.ch. Das hat sich natürlich mitentwickelt. Also es ist wirklich die Jahre, die wir jetzt haben, von Print auf Online, das haben wir natürlich auch mitgemacht. Und wir sind so, ja, da, wo wir jetzt sind, so auf dem Online-Bereich. Ja. 814, 1983, nigga, I'm here. But let me fast forward about 17 years. Take you back to the basics, back to the basement. Hi-hat, snare, drum, bass, line, bass kicks. Recording the karaoke stereo, the tape deck. Having fun with it, ain't worried about getting paid yet. Couple years past, now I wanna get paid. And stepped up as an MC, stepped up to the MP. Doing BCDs, getting better, bruh. Listening to B-Rock, Rainbow, Dilla on a regular. Der grösste Teil sind solche, die ursprünglich tatsächlich ein 14K-Cover gemacht haben. Also der Redl, EQR, der C, Craze, der Cruise, C4 haben damals schon Covers gemacht. Stern. Und Stern 1, Entschuldigung, genau, nicht zu vergessen, nice. Stern 1, 5, genau. Ja. Die haben damals echte Covers gemacht. Und dann haben wir noch geschaut, gibt es allenfalls noch Künstler, die wir heute für ein Cover würden anfragen. Und dazu gehört sicher Tika. Und der C hat noch einen Gast mitgenommen, der Gary Schwarz, der jetzt auch ein Cover da macht. Und sie sind dann wie Soundgäste oder sie sind so die Weiterführung von dem, was man heute wahrscheinlich machen würde. The spotlight's not dimming. Fat Ray got the setup, shit a spotlight with him. Critics saying I'm one of the dopest on the beats. Accolades in the page of the magazines. And that's only a little what I've been given. Still can't believe that it's only the beginning. Also, dass die alten Füchse mal da sind, ja. Aber vor allem, jetzt für mich persönlich ist, dass Tika da ist, wo weltreisende Künstlerin ist, dass Despina das geschafft hat, sie da hinzubringen, finde ich, es ist wirklich, das ist Bombe. Ja, für mich ist ganz sicher der Craze AKC heute. Weil er ganz viele Covers damals gemalt hat und er ist eigentlich so der Maßstab, den jeder irgendwie hat wollen, auch erreichen wollte. Es ist ja nicht nur ein Sprayen selber, Graffiti, den er macht, sondern auch das Zeichnen. Und er hat das reinfliessen lassen in seine Covers und in seine Kunst, die er heute auch macht. Und das ist für mich mein Gast, wo ich mega froh bin, dass er da ist. Für sehr viele Inspirationen. Genau. Ist immer wieder, wenn so mit heute bekannte Künstler, wenn sie so sagen, Craze hat ja ganz viele Covers gemacht, das war für mich eine Inspiration, das ist natürlich cool. Und er ist halt ja. Schon recht 40K-Familie. Also ich kenne Alex von Anfang an, also wir sind früher rumgehängt miteinander, wir sind 18, 19-jährige Jungs gewesen, sind auf der ganzen Nacht auf der Straße rumgehängt und haben Graffiti entdeckt, es hätte etwas anderes können sein, aber es ist halt einfach nur normal Graffiti gewesen und wir haben das lässig gefunden, wir haben die Musik sehr extrem inspirierend gefunden und wir sind halt weniger so auf der klassischen Ebene, wo man Drogen genommen hat oder irgendetwas haben wir gar nicht gemacht und sind dann halt einfach nächtelang mit den Jungs rumgehängt, irgendwann mal sind dann auch grosse Namen aus New York da noch kommen, ausgestellt in der Ziegelgalerie, so Namen wie Phase 2 und Ramelsey, die sind da gewesen.
die haben für uns natürlich eine dramatische Vorbildfunktion gehabt. Und denen sind wir dann, mit denen sind wir rumgehängt, mit denen haben wir auch gesprochen, gelernt von denen auch und gefunden, ja, das ist für uns jetzt, das machen wir jetzt mal ein Zeitchen. Und haben natürlich auch die Zukunft gesehen, dem selbstverständlich, oder? Was natürlich als Junge noch schneller mal gesehen ist, was sich dann nicht für alle bewahrheitet hat. Die einen, wie jetzt der Redl zum Beispiel, ist jetzt immer noch sehr aktiv, ich selber auch, aber aus natürlich persönlichen Gründen. Die anderen Künstler sind so sporadisch unterwegs und es vermischt sich ja jetzt auch mit Jüngeren wie Tika und so weiter. Und ich glaube, das ist der Grund, das ist die Kultur letztendlich, oder? Dass sich das alles so schön vermischt über x Generationen hinweg. Oder? Jetzt auch die Jüngsten mit den Kindern und so weiter, das ist super spannend, oder? Das gefällt mir sehr, die Durchmischung. Ich bin mit dem aufgewachsen, also ich bin mit Computer aufgewachsen. Ich kann mich nicht zurückerinnern, keinen Computer zu haben oder einen Taschenrechner oder irgendetwas, das man programmieren kann. Für mich ist das sehr natürlich. Auch die ersten Heftchen, die da produziert worden sind, wo ich jetzt nicht, am Anfang nicht Teil davon war, also nur einfach als Lieferant für Grafiken und Graffitis und so, die sind auf einem Matrixdrucker entstanden. Ein Matrixdrucker ist etwas sehr lautes, sehr mühsames. Mit der Zeit sind dann Laserdrucker gekommen und dann irgendwann ist das dann auch wirklich gedruckt worden. Nein, ich habe immer sehr früh schon gesagt, man müsste, sobald das Internet da ist, man müsste eigentlich gerade aufs Internet gehen, aber eben, jeder hat halt seine eigene Geschwindigkeit. Und darum ist es erst vor etwa, ich glaube, 10 Jahren oder so, haben sie angefangen, erst mit Internet. Und dort ist halt nicht mehr die Cover-Kultur ist dort verloren gegangen, leider, weil das ist halt, früher hat man einfach wollen auf dem Cover drauf sein, man hat wollen zuvorderst vorne sein, man wollen irgendetwas von seiner Arbeit in dem Heftchen drin zu haben, weil publizieren ist halt dazu mal ganz eine andere Liga gewesen. Es hat Geld gekostet, man hat Leute müssen kennen, Beziehungen haben. Heute ist das halt günstiger geworden. Heute kann jeder publizieren oder Facebook, einen eigenen Blog aufmachen für 10 Stutz und so. Es ist halt so, es hat den Wert ein bisschen verloren gegenüber dazu. Mal deswegen haben wir auch ein Event heute gemacht, um den Wert noch mal ein bisschen darzustellen, was wir früher gemacht haben. Ich will nicht darauf reagieren. Der Wert der Arbeit sollte gleich bleiben. Er bleibt auch gleich. Man muss üben lange, um so Bilder zu machen. Man muss das als Teil von seinem Leben haben. Also der Wert ist nicht weniger geworden. Die Möglichkeiten sind natürlich mehr geworden, weil man kann überall publizieren. Man sieht, man wird überall bekannt, sofort. Oder? Wenn man irgendetwas mal auf Instagram postet, hat man gerade 100 Leute, was gesehen oder 1'000 Leute. Oder in dem Fall schon fast 20'000 Leute mit dem Alex, der da eine riesige Gefolgschaft hat. Also ich habe durch sein Posting auch gerade über 20 neue Leute bekommen. Es ist sehr spannend, oder? Das Virale hat schon seine Macht. Und man malt ja das Bild nicht für sich. Man malt es ja für die grosse Welt. Oder? Ich arbeite hauptsächlich nur mit Markern oder digital arbeite ich halt auch sehr viel, aber meistens ein- bis zweifarbig. Aber heute, so wie ich heute mal auf diesen grossen Leinwand, ist nur eine weiße Spraydose und ein, zwei Marker als Farbe dort und du halt schichtenweise aufbauen. Es ist eine Reinterpretation vom Cover, das ich dazu mal gemacht habe, wo die zukünftige Stadt darstellt oder wo so eine verrückte zukünftige Stadt darstellt. Und das nehme ich jetzt 25 Jahre später einfach nochmal auf. Gleich verrückt. Perspektive ist für mich Bewegung. Das bedeutet Bewegung. Grundsätzlich ist Perspektive Bewegung, auch überall in unserem Leben, oder? Aber für mich bedeutet es Bewegung und ich tue meistens nicht nur einen Perspektivenpunkt verwenden, sondern bewegte. Das heisst, es ist wie wenn ein Kopf sich von der einen Richtung in die andere bewegt, kann man auf und runter schauen. Also kriegt man auch viel mehr in ein Bild rein. Also man kann auch einen Betrachter wählen lassen, was er gerne sehen will, wo er anschauen will und so ihm ein bisschen die Reise überlassen. Also entgegen der klassischen Kompositionen, wo man einen Brennpunkt wählt und dann von diesem Brennpunkt ausgeht, tue ich gerade alle gleichzeitig darstellen.
Ja, ich habe natürlich schon mit, ganz von Anfang an mitbekommen. Und eben auch, also die Leute, die da sind, haben 14K-Covers gestaltet. Und ich bin halt auch seit 1983 und ich spreche, also 30 Jahre inzwischen. Und ich habe das 14K von der ersten Nummer an miterlebt. Und es war natürlich schon ein elementares Medium gewesen, das Sprachrohr, nicht nur für Zürich, sondern eigentlich auch für die Schweiz, weil es das erste Magazin in dem Sinn war in der Schweiz. Du bist natürlich in der Grösse ein bisschen reduziert, oder? Auf der Wand hat man meistens so viel Platz, wie man will. Oder geht ein paar Quadratmeter, eine Leinwand ist oft reduziert. Ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen eine Technik mitentwickelt, wo Spraydosen und Pinsel, Acryllack, so eine Mixed-Technik, also mitentwickelt. Ich mache das einfach. Und so fühle ich mich wohl. Und es ist, man kann ein bisschen feiner arbeiten, weil auf die grosse Spraydose, auf die kleine Fläche, ist nicht ganz leicht so. Ja, es ist vielleicht nicht ganz das Gleiche. Es ist vielleicht eine Weiterentwicklung oder etwas anderes. Graffiti lebt schon auf der Straße, auf den Zügen. Was wir hier auf der Leinwand machen, ist quasi eine Adaption auf der Leinwand. Es ist eine Kunstform, die sicher an die urbane Strassenkunst angelehnt ist. Aber es ist definitiv halt das Gleiche. Das heisst nicht, dass man es nicht kann verkaufen kann und gleichzeitig vielleicht illegal auf der Straße malen. Es ist ein bisschen eine Grauzone, sage ich jetzt mal. Ich habe mit Graffiti angefangen, 1986. Habe das etwa bis 1992 gemacht, bin dann aber hintereinander dreimal verwünscht worden. Habe ab dem 88 im GZ Seebach Hip-Hop-Partys organisiert. Dort schon gemerkt, dass die Musik auch gefällt. Und das immer ein bisschen nebenbei verfolgt. Nachdem ich aufgehört habe mit Sprayen, habe ich mich dann voll beruflich auf die Musik konzentriert. Ich war 18, als das erste Mal erschienen ist. Und das war 1988. Dort waren Informationen bezüglich Hip-Hop rar. Und darum war das absolut willkommen, wenn das in meinem Briefkasten wandert, respektive wenn man das beim Fresh gerade gekauft hat. Das war einfach wichtig, wie wenn einer ein Bravo liest oder ja. Ich hatte im Sinn, Gold 10 sollte im Mittelpunkt stehen, wo ein 14K drauf ist. Und das ganze Drum und Dran sollte eigentlich aussehen wie ein 14K in den Ende 80er Jahren. Aber ich habe mich relativ kurz darauf vorbereitet und ich habe auch schon lange nicht wirklich gemalt. Und ich habe mir wieder eine super schlaue Idee ausgesucht, die einfach viel zu lang dauert und viel zu mühsam ist, vor allem wenn man keine Übung hat. Aber jetzt ist es passiert, jetzt ziehe ich ihn durch. Und Spass macht es trotzdem. Also, ist ja cool mit den anderen hier. Der ganze Anlass ist super. Ja, ich bin heidenfroh. Meine Freundin ist gelernte Theatermalerin. Sie hat mir schon daheim gesagt, was sie die Vorlage gesehen hat. Hat sie gefunden, du bist nicht ganz dicht, das geht ewig. Und ich habe einfach irgendwann jetzt realisiert, ich schaffe es nicht. Und sie ist mich besuchen. Ich bin nur so froh, wenn sie mich da unterstützt. We all say bye. I don't take home losers. If you come to my
glaube, es gibt in beiden Bereichen Sachen, die mir persönlich gefallen. Und politisch oder wie man das sagen will, ist mir das eigentlich relativ gleich. Wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir, ob es jetzt illegal oder legal ist. Es gibt ein paar legale Sachen, die finde ich nur schon die Grundidee finde ich cool. Ich finde es fährt mir auch ein, wenn ich irgendwo einen Zug sehe oder etwas. Ich bin da nicht so engstirnig, was das betrifft. Ich habe mir überhaupt nichts überlegt. Ich bin einfach da hingekommen und dachte, ich trinke mal zwei Bier und mal irgendwas. Und ja, jetzt hat es einfach so einen Skyline-Hintergrund, New York. Dann hat es einen Zug. Und vorne mache ich jetzt noch einen Charakter hin. 40k, ja. Es sind alles Kollegen gewesen und ich glaube, bei der Ausgabe 2 habe ich mitgemacht. Das ist ein Hip-Hop-Magazin in Europa. Lang mitgeschafft. Nachher sind alle Leute ihre Weg gegangen, wie es das halt manchmal im Leben so ist. Ich liebe meine Auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie auch Phasen, wo ich irgendwie ein halbes Jahr nur Lust habe zu schreiben und dann vielleicht nach ein halbes Jahr nur malen will oder Beats bauen. Irgendwie, bei mir ist es sehr phasenabhängig und ich mache nie alles eigentlich gleichzeitig. Irgendwie ist wirklich so, jetzt zum Beispiel habe ich wieder extrem Lust Beats zu bauen und keine Lust zum Text zu schreiben. Aber dann vielleicht eben in einem Jahr habe ich vielleicht wieder extrem Lust Text zu schreiben oder zu malen. Gut, malen mache ich eigentlich immer irgendwie, so ein bisschen zwischendurch. Aber es gibt dann schon auch Phasen, wo ich irgendwie ein halbes Jahr nur male. Und alles, was ich im Kopf habe, ist das nächste Bild. Auf dem Tram, mit der Freundin, egal wo, weißt du, oder mit dem Kind, was einfach so macht, ey, ich kann es nicht erwarten, heimkommen und den Stift in die Hand zu nehmen. Und andere Mal ist so, ich höre nur den Beat. Ich muss heimgehen und den bauen, so. Oder einen Text schreiben. Aber es ist wirklich phasenabhängig. Irgendwie, ich glaube, grundsätzlich gehört es natürlich in die Straße. Aber ich finde es auch okay, wenn man den Schritt machen kann. In die Galerie oder was es ist. Viele Kollegen haben angefangen, Tattoos zu stechen. Oder haben andere Wege gefunden. Irgendwie über Grafik, T-Shirt-Prints. Oder als Grafiker irgendwie halt sein Brot zu verdienen. Ich finde das voll okay. Ist eigentlich schlussendlich längerweitig auch das Ziel von mir, irgendwie vielleicht so in die Richtung zu gehen. So, daheim mache ich eigentlich alle Materien so, oder alle Material. Aber klar, Graffiti für mich ist Spraydose. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Oder. Ja. Oder hast du noch nie probiert, sagen wir so. Es gibt ja Leute, die mit verschiedensten Materialien auch Graffitis machen. Und das ist ja cool. Ich für mich dort, ich finde einfach, nein, das sind Dosen. Aber jetzt daheim oder auf der Leinwand finde ich schon auch, kann man gemischte Material benutzen. Was auch immer rumliegt oder was man gerade hat. Ja, also ich war ein paar Jahre beim 14K. Das 14K-Team hat sich dann irgendwann mal ein bisschen gesplittet. Da bin ich dann auch draußen gewesen und habe ein Projekt für mich verfolgt, also eben Job weitergemacht. In der Endphase war ich noch im No Limit involviert, das war auch ein Magazin, dort habe ich auch das Layout gemacht. Und nachher einfach hauptsächlich auf dem Beruf geschafft, Grafik.
lange nicht mehr gesprayt, nicht mehr gezeichnet und dann so gegen das Jahr 2000 wieder reingekommen und ja, immer wieder ein bisschen dran geblieben. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, wo das Magazin aufgehört hat, mit Printmedien rauszukommen, habe ich gedacht, okay, das ist es jetzt gewesen. Der Alex hat dann irgendwann das mit den Webseiten aufgebaut und ich finde es super, dass das eigentlich gleich noch erhalten bleibt. Also es ist ein Medium, es ist eine Plattform, es hat eine Geschichte dahinter und ich finde, es wäre schade, wenn das eigentlich plötzlich weg wäre. Die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass man extrem sauber mit Spray arbeiten kann. Ich bin nicht so der Freund von perfekten Bildern. Also ich wollte gleich noch, dass man sieht, es ist mit Spray gemacht. Also sonst könnte ich mit Airbrush arbeiten oder irgendwie mit Pinsel. Ich finde, es kommt von der Straße, es passiert unter Zeitdruck und das muss man auch bei der Leinwand so ein bisschen wieder erkennen. Da ist natürlich jetzt ein neues Medium, das Medium Leinwand. Da habe ich irgendwie 2000 und fünf regelmäßige Ausstellungen gehabt, mit ein paar Jungs. Wir waren irgendwie ein Team, das zusammen Ausstellungen organisiert hat. Und dort haben wir das Medium Leinwand neu kennenlernen. Weil es war ein fixes Format, eine Wand ist ein anderes Format. Und ich musste dann viele Sachen neu lernen, über das Format herausdenken, darüber ausmalen und mit anderen Techniken experimentieren und schauen, Marker, Spraydosen, Acrylfarben. Ja, ganz am Anfang habe ich natürlich eben auf Leinwand angefangen zu malen und habe gemerkt, das ist eigentlich völlig etwas anderes, was ich sonst mache. Ich habe irgendwie versucht, Kunst zu machen. Und es ist nicht mehr das, was ich auf der Straße gemacht habe. Darum habe ich irgendwann mal einen Switch gemacht und habe die Leinwände so bearbeitet, dass sie aussehen wie Betonwände. Also ich habe wirklich mit Spachtel gearbeitet und eine Struktur auf eine Leinwand angebracht, die aussehen hat wie ein Stück Beton. Und habe dann eigentlich das als Medium wieder verwendet, um drüber zu malen, wie ich es auf der Straße gemacht habe. Das hat mir recht viel geholfen. Es ist irgendwie, die Leute haben meine Leinwände auch im Stil erkannt. Also ich habe dann auch Hausnummern draufgeschraubt auf die Leinwände oder Überwachungskameras. Und teilweise einfach so Elemente von Buchstaben. Also es waren wirklich so Strassenelemente gewesen. Und das ist das, wo ich mich am ehesten identifizieren konnte mit ich mache das auf Leinwand, was ich eigentlich auf der Straße gemacht habe. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Mein Herz schlägt halt wirklich für das, was in der Straße passiert. Für das halb bis gar nicht legale, das ist halt wirklich dort, wo mein Herz schlägt. Aber solange das nicht verloren geht, finde ich die Entwicklung, dass es in die Galerie geht, absolut normal und für viele Künstler ist das auch notwendig, weil das sind Talente, die es eigentlich verdient haben, dass sie eben auch mal irgendeinen Stutz damit verdienen. Und ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die das in einer Form verurteilen oder schlecht reden. Für mich ist es einfach wirklich wichtig, dass es das andere halt auch weiterhin gibt. Für mich ist einfach wichtig, dass man Farbe auf der Straße hat. Das ist eigentlich der Punkt, der für uns wichtig ist. Wir teilen auch nicht aufteilen, das ist Street Art und das ist Graffiti. Wir wollen einfach, wir teilen es schon auf, aber wir nehmen es auf unsere Plattform und wir wollen es zeigen den Leuten, was es gibt in Zürich und auch sonst unterwegs. Wo es halt passiert. Genau. Du hast vorhin schnell die Zeug angesprochen und das ist sicher ein Teil, der auch in Zukunft an der Line stehen und Zeug fotografieren, durch die Straße laufen, fotografieren, was in der Straße geht, Ohren offen behalten, was sonst in der Straße passiert. Das bin ich gesagt, es ist nicht nur Graffiti, sondern es ist halt eben auch Street Art. Es ist so halt einfach das, was passiert in der Straße und das werden wir so gut, dass es geht, weiter dokumentieren. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.